Wer schon auf 3.9 geupdatet hat? Wow, okay. Wer nutzt denn dieses Feature schon? Einer, okay. Betreibst du eine Community-Seite oder? Okay. Super. Ich stelle mich ganz kurz vor, wenn das funktioniert. Oder auch nicht. Ja, mein Name ist Stefan Wendhausen. Ich sage immer, dass ich ein Joomla-Enthusiast bin. Ich mache seit, kommt jetzt auf die nächsten Folien, ein bisschen zu meiner Historie. Jahrgang 81, glücklich verheiratet, zwei Jungs. Ich bin seit 97 im Internet unterwegs, ähnlich wie der Thorsten Bastian. Seit 2002 arbeite ich mit Mambo. Ich habe das damals zu Studienzeiten mir überlegt, das muss doch irgendwie einfacher gehen, aus den statischen Webseiten, die ich bis dahin gemacht habe, irgendwie aus der Uni die Sachen auch machen zu können. Und bin dann auf Mambo gestoßen, habe dann zusammen mit dem Christian Hent, ich weiß gar nicht, ob er schon da ist, wollte noch kommen, 2004 die erste Mambo User Group weltweit gegründet. 2005 sind wir dann die erste Joomla User Group geworden, wo dann Joomla draußen war. Seit 2009 bin ich im Deutschlandvorstand tätig, da auch mehr oder weniger reingerutscht. Dann habe ich 2010 aus meinem Einzelunternehmen nach dem Studium eine GmbH gemacht und irgendwann kam Joomla Learning Partner, das Programm, also wo man sich als Admin zertifizieren kann. Da waren wir eine der ersten, die da mit dabei waren und zusammen mit David Jardin und Axel Hartmann haben wir dann J-Training ins Leben gerufen. Da sind wir ein deutschsprachiger Anbieter, um die Admin-Zertifizierung abzunehmen. Wer dazu Lust hat, einfach mal unsere Webseite besuchen. Genau, das haben wir 2017 dann auch als J-Training firmiert. Irgendwann kam der Jan-Erik Zassenhaus auf mich zu, den kannte ich damals von Mittwald. Du, ich wechsle meinen Job, ich gehe jetzt zu einer Versicherung, hast du nicht Lust, du hast immer schon ein bisschen mitgeholfen, die deutschen Sprachdateien mit zu übersetzen und dafür den Hut aufzunehmen. Habe ich gesagt, okay, mache ich und habe zusammen mit dem Tobias Zulauf und dem Mike Brandner ein Team gefunden, was mir dabei hilft, die Sachen zu übersetzen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich heute die Präsentation hier zur Datenschutzkomponente mache. Das war, glaube ich, die größte Übersetzungsgeschichte, die wir jetzt in der Dreier-Version hatten, die wir als Team übernommen haben. Komme ich gleich noch dazu. Dieses Jahr habe ich mit dem Timo und dem Nils die Kicktempo G gegründet, als kleine Entwicklerbude für Plugins und Komponenten und alles, was dazugehört. Unser Steckenpferd ist da ein bisschen die Joomla Performance, aber auch Sicherheit und kleine Helferlein nenne ich es jetzt mal. Okay. Auf meiner nächsten Folie mache ich eine kleine Klarstellung vorweg. Wer sich Joomla 3.9 installiert, ist nicht automatisch DSG VO-konform. Ja? Und das auch nicht mit einem zweiten Klick. Das geht einfach nicht. Da gehört einfach viel, viel mehr dazu. Da gibt es Checklisten im Internet, wo man sich dran langhangeln kann. Und dazu passt auch so ein bisschen der Auszug aus den Nachinstallationshinweisen, die in Joomla kommen, wenn man auf 3.9 updatet. Da steht nämlich drin, Joomla 3.9 bietet neue Funktionen, die bei der Umsetzung von Datenschutzrichtlinien und beim Einholen der Benutzerzustimmung unterstützen. Ich habe das Unterstützen nochmal markiert. Ja, das löst nicht eure Probleme, aber es hilft euch dabei. Eine zweite Klarstellung. Nur ein kleiner Teil der neuen Funktionen ist auch wirklich für eure Besucher relevant. Ein Großteil macht einfach interagiert mit Benutzern, also wenn ihr registrierte Benutzer auf eurer Seite habt. Was ist jetzt wirklich neu, bezogen auf meinen Session-Titel? Es gibt zwei neue, also in 3.9 gibt es ganz, ganz viele tolle neue Features, aber bezogen jetzt auf meine Session, es gibt zwei neue Komponenten. Das ist einmal die Datenschutzkomponente und die Benutzeraktivitätskomponente. So haben wir sie mal übersetzt. Wenn ihr da auch ein besseres Wording habt,
Wir haben einen GitHub-Repo, wo wir die deutschen Sprachdateien drin pflegen. Wenn euch da irgendwas drin auffällt, einfach einen Pull-Request machen oder ein Issue melden. Das war unser Verständnis von diesen neuen Funktionen und wir haben sie mal so übersetzt. Und daraus ist jetzt auch ein bisschen diese Session entstanden. Ich bin davon ausgegangen, wenn ich das Ding übersetze, dann kennst du diese neuen Funktionen und die Komponenten. War nicht so. Ja. Dazu sind noch 10 neue Plugins mit reingekommen. Ich habe die mal, also es gibt einen neuen Plugin-Typen, der heißt Privacy. Davon gibt es 6 neue. Dann gibt es 3 neue System-Plugins und 4 oder 5 vom Typ Content, User und Quick Icon und noch, die gibt es halt in unterschiedlichen Zahlen. Genau. Das Schöne ist, dass diese beiden neuen Komponenten Plugin-basiert sind. Dadurch kann ich den Funktionsumfang sehr einfach erweitern. Ich kann ihn einfach konfigurieren, indem ich Plugins an- und ausschalte. Und Drittanbieter können sich dranhängen. Das wird jetzt dann in den nächsten Monaten, denke ich mal, das Interessante. Das heißt, im Moment ist diese Komponente mit den Joomla Core Komponenten interagiert die. Und die Drittanbieter, wie ein Forumsanbieter oder ein Formularanbieter, werden jetzt, denke ich mal, in den nächsten Monaten nachziehen und diese Standard- oder diese Komponenten in Joomla mit Plugins erweitern, sodass man auch deren Daten abgreifen kann und weiterverarbeiten kann. So. Genau, können wir aufsetzen. Was ist jetzt wirklich für Besucher neu dazugekommen? Also von Besuchern rede ich, wir machen jetzt eine Unterscheidung zwischen Besuchern und Benutzern. Besucher sind wirklich die Leute, die auf eurer Webseite rumsurfen und nicht einen Benutzer-Account haben. Was neu dazugekommen ist, diese Benutzer können jetzt sehr einfach im Kontaktformular zustimmen, ob sie die Datenschutzhinweise akzeptieren. Also das, was so ein bisschen im Raum steht, brauche ich bei einem Formular eine Checkbox. Ja, muss die angehakt sein, dass bevor ich das Formular abschicken darf, weil ich die Datenschutzerklärung gelesen habe, etc. Das ist jetzt mit dieser neuen Datenschutzkomponente in Joomla sehr, sehr einfach möglich. Ich aktiviere ein Plugin und dann habe ich in meinem Formular unten eine neue Checkbox mit dran und kann da sogar die Datenschutzhinweise, die sind jetzt hier blau markiert, anklicken. Und wenn ich das mit meiner Datenschutzerklärung verknüpft habe, können die Leute das lesen. Und der Haken muss gesetzt werden, ist ein Pflichtfeld, bevor ich das Formular abschicken kann. Ja, das ist alles mit Sprachoverrides gemacht. Du kannst dir quasi ein eigenes Override dafür anlegen, suchst den Sprachschlüssel raus oder den Inhalt und kannst das einfach übersetzen. Genau. Auch wenn da Sachen drinstehen, wenn ihr sagt, was habt ihr da für einen Blödsinn übersetzt, ändert das bitte einfach, macht einen Vorschlag. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wann sind es Nutzungsbedingungen, wann ist es eine Datenschutzerklärung? Die Amerikaner haben sich das sehr einfach gemacht, weil da ist das Wording ein bisschen ähnlicher. Ja? Und wir haben auch während wir die Sachen übersetzt haben, verschiedene Pull-Requests gemacht, einfach um für die deutsche Sprache da mehr Möglichkeiten zu haben, um wirklich zu unterscheiden, sind das jetzt Nutzungsbedingungen, die wir zustellen müssen oder eine Datenschutzerklärung und haben da während 3.9 quasi entwickelt wurde, noch Features mit reingebracht, um da ein bisschen flexibler zu sein. Genau, wie aktiviere ich dieses Plugin? Im Backend suche ich nach dem Plugin Inhalt Datenschutzerklärung und sobald ich das aktiviert habe, ist diese Funktion automatisch in dem Standard-Kontaktformular von Joomla integriert. Dadurch, dass das jetzt Plugin-basiert ist, kann jetzt auch ein Drittanbieter wie RSform, Chronoform, irgendwas daherkommen und sich dieses Plugin zunutze machen und muss nicht sein eigenes dafür schreiben und kann das quasi an seine Sachen mit dranhängen. Das würde gehen. Kann natürlich auch einfach ein eigenes anbieten. Wenn ich das aktiviere, würde es auch diesen Haken da drin setzen und das ist jetzt so ein bisschen das ist nachher bei den Benutzern, komme ich nochmal drauf zu, das klären wir nochmal später. So, was gibt es noch für meine Besucher? Das war's. Mehr gibt es für Seitenbesucher nicht mit diesen neuen Komponenten. Ich habe es jetzt mal Ouch genannt. Ja. Der Großteil der neuen Funktionen ist wirklich für Benutzer, also Leute, die einen Login haben. Ich habe da ein kleines Video gemacht, wo man überhaupt diese neuen Komponenten findet.
Unter Benutzer gibt es die neuen Menüpunkte Datenschutz und Benutzeraktivitäten. Und ich würde jetzt mal ein bisschen näher in die Komponente Datenschutz oder darauf eingehen und die einfach mal ein bisschen mit euch durchackern. So, was wir hier, ich gehe nochmal eine zurück, was wir hier auf dem, wenn wir draufgeklickt haben auf die Komponente, da, sehen, das ist ein Datenschutzkontrollzentrum, so haben wir es jetzt mal in unserem Wording übersetzt. Können wir da eigentlich auch stoppen? Kann man da stoppen jetzt bei der Animation? Nein, kann man nicht. Okay. Gut, Moment. Dieses Dashboard oder Kontrollzentrum ist ähnlich wie das Joomla-Kontrollzentrum modulfähig. Unter anderem habe ich das Modul für Anfragen. Dort werden Anfragen meiner Benutzer gesammelt, wenn die eine Auskunft haben möchten. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, was ein Benutzer von mir als Seitenbetreiber anfordern kann. Das sind einmal seine Daten, was sammle ich denn über ihn? Und dann kann er die zum Exportieren anfragen oder er kann eine Anfrage starten, dass ich seine Daten lösche. Dafür, ich hoffe, das kommt jetzt als nächstes, dafür ist es notwendig, dass ich ein Formular auf der Webseite zur Verfügung stellen. Und dieses Formular ist auch wieder Plugin getrieben. Und ich brauche dazu einen Menüpunkt. Dafür gibt es einen neuen Menüeintragstyp, der heißt halt Anfrageformular. Und wenn ich das meinen registrierten Benutzer im Frontend zur Verfügung stelle, dann können die auf diesen Menüpunkt natürlich draufklicken und sehen dann ein Formular, wo sie ihre E-Mail-Adresse eintragen, die muss zu dem Benutzer matchen, den sie auf meiner Webseite haben, und können dann in dem Anfragetyp auswählen, ob sie ihre Daten exportiert haben möchten oder löschen möchten. Auch da ist jetzt wieder das Plugin Datenschutz, was wir vorhin schon hatten, greift da wieder. Natürlich will ich mir nochmal die Genehmigung von meinem User holen, dass er das auch wirklich möchte. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert gleich. Erstmal, wenn er das getan hat oder es mehrere getan haben, sehe ich in diesem Modul alle Anfragen. Erstmal, wie viele haben das denn getan? Welche Daten sollen abgegriffen werden, also nicht abgegriffen werden, sondern exportiert oder gelöscht werden? Wie viele Anfragen sind da? Und dann kann ich auf diesen Anfragetyp draufklicken und sehe dann, wer das gemacht hat. Ich habe jetzt hier mal zwei Beispiele, also jetzt, beides mein User. Und jetzt muss ich ja erstmal davon ausgehen, dass dieses Formular auch vielleicht jemand anders genutzt hat und quasi Daten abgreifen will. Jetzt gibt es ja ein Double-Opt-In-Verfahren. Der Nutzer, der das quasi im Frontend ausgefüllt hat, das Formular, kriegt eine E-Mail. Wir wollen es ja nicht kompliziert machen, wegen DSGVO und so. Also der hat eine E-Mail bekommen, die muss er erstmal bestätigen, damit ich als Seitenbetreiber überhaupt an seine Daten drankomme. Wenn er das denn gemacht hat, also diesen Link angeklickt hat, kommt er wieder zu einem Formular, wo er wieder seine E-Mail-Adresse einträgt, mit der er die Daten haben möchte. Und sobald er das abgeschickt hat, sehe ich im Backend, in meinem Modul alle Anfragen, jetzt neu, dass eine Anfrage, kann ich das eigentlich, ja, zum Bestätigen ist. Und jetzt kann ich hier auf dieses Exportieren draufklicken. Dann ändert sich wieder die Ausgabe. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das war vorhin, wo hier bei den Aktionen noch keine Buttons drin waren, jetzt habe ich die Möglichkeit, die Daten zu exportieren im XML-Format oder eben per E-Mail. Macht da nichts auf dem Bild? Das sehe ich nur auf meinem Bildschirm. Cool. Ich habe hier so ein Feature. Also ich kann die Daten über diese beiden Buttons, die da neu dazugekommen sind, auf der linken Seite unter Aktionen, jetzt exportieren als XML, also es muss ein maschinenlesbares Format sein, was ich dem User zur Verfügung stelle, oder mit diesem kleinen E-Mail-Button ihm auch direkt per E-Mail senden. Ich gehe nochmal eine Folie zurück, wenn ich auf seine E-Mail-Adresse draufklicke, dann lande ich nochmal in einer anderen Übersicht, die nennt sich Informationsanfrage überprüfen, und da sind nochmal Informationen über diesen Benutzer gesammelt und einen Auszug, das sieht man jetzt hier im Aktivitätsprotokoll, was er denn an Daten in seiner XML-Datei bekommt. Wenn ich diese XML-Datei mir dann mal anschaue, dann sind da in dem XML-Format sehr, sehr viele Daten drin.
wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben sehr viele User auf der Seite mit sehr vielen Interaktionen, wird dieses XML-File dann auch schon mal ein ganzes Stück länger. Und was er damit anfangen kann, schauen wir mal. Was, wenn der User das im Frontend ausgefüllt, also mein Benutzer im Frontend ausgefüllt hat, wird das natürlich auch gelockt. Das heißt, ich habe in meinem, ich gehe nochmal zurück auf das Dashboard. Da habe ich nämlich keinen Screenshot mehr dazu. Wenn ich auf meine Datenschutz-Consultant draufklicke, habe ich auf der linken Seite diese vier, ich kann das jetzt leider nicht anhalten, die vier Menüpunkte, die dann neu dazugekommen sind. Einmal das Dashboard, Anfragen, Datenschutz, Zustimmung und Hinweise. Und wenn ich auf diese Zustimmung draufklicke, dann lande ich auf der Ansicht und da werden alle Zustimmungen, die meinen Usern, also wirklich über dieses Double-Opt-In-Verfahren gemacht haben, nochmal drin gelockt. Unter anderem mit der IP-Adresse, die nicht abschaltbar ist. Das zweite Modul, was auf dem Dashboard noch auftaucht, habt ihr vielleicht vorhin gesehen, war noch so eine Statusüberprüfung. Das wurde eingeführt, um dem Seitenbetreiber direkt darauf hinzuweisen, kann denn alles funktionieren? Ja, fängt, wenn man das Joomla 3.9 installiert, erstmal mit dieser Ansicht an. Das heißt, zwei Sachen sind noch zu tun, zwei Sachen sind schon erledigt. Natürlich, um Anfragen entgegenzunehmen, muss die E-Mail-Funktion aktiviert sein in Joomla. Das wird überprüft. Dann gibt es eins, wenn man das ganz neu startet, hat man ja noch keine Anfragen drin. Das heißt, wichtige Anfragen sind jetzt erstmal auf keine gestellt. Und da unten steht sowas Nettes drin. Anfragen, welche älter als, sind als 14 Tage, wie in den Optionen festgelegt. Auch das ist wieder konfigurierbar, das heißt, ich kann mich in diesem Dashboard daran erinnern lassen, wie viele Tage ich denn, oder was ich eingestellt haben möchte, um auf diese Anfragen zu reagieren. Ja, dann kriege ich dann sogar eine E-Mail, wenn diese Zeit abgelaufen ist, hey, Webseitenbetreiber, kümmere dich doch mal um deine Anfragen auf deiner Seite, weil du musst ja irgendwie mal den Leuten eine Antwort geben. Die anderen beiden Geschichten, handelt sich unter anderem, dass ich dieses Anfrageformular aktiviert haben muss oder einen Menüpunkt von diesem Typ angelegt haben muss und ob meine Datenschutzerklärung veröffentlicht ist. Wobei das nicht der Menüpunkt Datenschutzerklärung ist, sondern in dem Plugin. Das zeige ich jetzt auch nochmal. Was wir vorhin ja schon gemacht haben, weil wir jetzt ja diesen Anfrageprozess schon durchgespielt haben, haben wir ja schon ein Formular gehabt im Frontend, also wäre das beim Neuladen des Dashboards jetzt auch veröffentlicht, unser Anfrageformular. Und das, jetzt kümmern wir uns noch um die Datenschutzerklärung. Dazu gehe ich wieder in ein Plugin, das nennt sich Benutzernutzungsbedingungen. Und wenn ich dieses aktiviert habe und konfiguriert habe, auch da sind die Texte einfach überschreibbar. Und da unten kann ich meinen Menüpunkt Datenschutzerklärung mit verknüpfen. Das ist das, was dann in der in dem Formular bei der Checkbox da unten links mit Datenschutzhinweis derzeit übersetzt ist. Wenn ich da draufklicke, kommt meine Datenschutzerklärung. Das würde dieses Plugin lösen und die Verknüpfung, die unten steht drin, Nutzungsbedingungen, ist jetzt mit der Datenschutzerklärung verknüpft. Da sieht man schon, dass wir ein ganz wildes Wording haben. Mal steht das Wort da, mal steht das Wort da. Das ist ein bisschen den Sachen geschuldet, dass manche Sprachovervites einfach nur mit einer Variable zur Verfügung stehen und lässt sich manchmal nicht lösen. Wir haben da versucht, den besten Weg zu finden, um der Allgemeinheit gerecht zu werden. Aber da ist sicherlich noch Handlungsbedarf, dass man auch immer weiß, wo man ist. Wenn wir das jetzt auch aktiviert haben, das Plugin, sieht mein Dashboard auch komplett grün aus. So, jetzt habe ich einen kleinen Anwendungsfall aus der Praxis mitgebracht. Ich habe eine Seite, die hat Benutzerlogins und ich möchte, dass die, wenn sie was auf meiner Webseite tun, erstmal meinen Nutzungsbedingungen, meiner Datenschutzerklärung, was auch immer zustimmen, bevor sie weiter dürfen. Dazu gibt es ein weiteres Plugin, das nennt sich System Datenschutz Zustimmung.
Wenn ich dieses aktiviere und konfiguriere, dann tauchen beim ersten, beim ersten Login des Benutzers in meinem Frontend, wird er automatisch aufs Profil weitergeleitet und kann so lange nicht da weg, bis er diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmt. Ja? Und das funktioniert mit dem Plugin System-Datenschutz-Zustimmung. Genau, und das sammelt dann auch wieder natürlich die Daten, ob er das getan hat oder nicht. Kommt er nicht weiter. Er wird so lange in dieser Schleife drin gelassen, bis er dieses tut. Ja, das heißt, da geht es natürlich darum, ich muss meinen Benutzer mitnehmen, ich muss die Datenschutzerklärung oder die Nutzungsbedingungen so gestalten, dass er sie versteht und weiß, was er da zustimmt. Ja, genau. Aber er ist wirklich in dieser Schleife gefangen. Er kann auch nicht mehr einen anderen Menüpunkt anklicken. Ja, ist am Anfang ein bisschen tricky und die Foren sind derzeit voll von diesen Anfragen, warum komme ich da nicht weiter? Ja, ist wirklich so ein hartes Redirect drin, solange ich da nicht zustimme. Was ich noch machen kann, dass ich mir regelmäßig von meinen Benutzern diese Zustimmung holen kann. Dazu kann ich in dem Plugin, wo wir eben gerade schon drin waren und überhaupt das erstmal aktiviert haben, gibt es oben noch einen zweiten Tab, der nennt sich Ablaufdatum. Dort kann ich einschalten, ob diese Zustimmungen automatisch ablaufen oder nicht. Also kann ich mit Ja oder Nein konfigurieren, dann kann ich den Zeitraum angeben und wie lange auch diese Zustimmung gelten soll. Ja. Ja. Ja, du kannst natürlich alle Zustimmungen in deinem Dashboard löschen. Ja, und dann werden sie beim nächsten Login wieder in diese Dauerschleife reingepackt, bis sie den zugestimmt haben. So kann man das relativ einfach lösen. Da hinten? Das wird wahrscheinlich so sein, wenn du auf diese Funktion aufsetzt. Was du natürlich machen kannst, dir in einem Plugin schreiben, ein eigenes, was diese Funktion abbildet, aber vielleicht dann erst in, keine Ahnung, 300 oder x Tagen das nochmal abprüft. Ja, das kannst du einfach machen. Also jetzt die Vorgehensweise, du kopierst dir vielleicht dieses Plugin und modifizierst das als eigenes. Genau. Das heißt, du loggst dich ins Frontend ein mit deinen Benutzerdaten. Im Backend geht das nicht. Im Backend geht das nicht, nein. Genau. Und wenn du dann natürlich die Login-Daten deiner User hast, um dich im Frontend einzuloggen, dann. Okay. Die zweite große Komponente, die neu dazugekommen ist, sind die Benutzeraktivitäten. Vorhin haben wir das schon gesehen in dem Export, das auf der rechten Seite so ein Aktivitätsprotokoll war. Ich kann mit Joomla jetzt alles. Jetzt ist sie ausgegangen. Alles loggen, was meine Benutzer im Front- und Backend tun, also auch Admins. Ja, jetzt kann ich quasi dieses Problem lösen. Kunde Y hat im Backend was geändert, hat gesagt, nee, das war ich nicht und jetzt wird es protokolliert. Diese Komponente nennt sich, wie gesagt, Benutzeraktivitäten, findet sich auch unter dem Menüpunkt Benutzer und die würde ich gerne mal, glaube ich, zeigen, weil das da sieht man am meisten, wenn man sich durchs Backend ein bisschen rumklickt, was da alles gesammelt wird. Genau. Fragen soweit? Zu den? Ja. Die hat auch eine Gültigkeit, genau. Die kannst du einstellen, wie lange die gültig ist. Beziehungsweise der Token ist 24 Stunden gültig, ab dem Moment, wo die E-Mail versendet wurde. Die Zeit kannst du nicht konfigurieren. Aber du kannst es gibt so eine Erinnerungsfunktion, den User immer wieder so eine E-Mail zu schicken, bis er es dann auch getan hat. Genau. Ja. Das ist so, ja.
das ist so. Deine Aufgabe, du kannst es automatisieren, wenn du dir was dafür schreibst, aber von Haus aus geht es im Moment nicht, dass du die Exports automatisch an den User versendest. Anton? Also im Moment gibt es, glaube ich, keinen Pull-Request, der das abbildet. Aber es ist durchaus möglich, dass das Einzug hält, wenn man das... Ja, aber geplant ist da, glaube ich, im Moment nichts. Also wir wissen jetzt vom Translation-Team dazu nichts. Genau. Weil es ja auch in den unterschiedlichen Ländern wieder unterschiedliche Vorgaben gibt, müsste man mal gucken, ja. Du sagst Stopp. Ach so. Genau, das ist... Na, das ist ja der Link zum, ob du ein Menüpunkt-Anfrageformular angelegt hast. Das ist nicht der Link. Der Link zu deiner Datenschutzerklärung wird im Plugin konfiguriert. Das ist hier unten quasi drin mit den Nutzungsbedingungen. Ja, oder du legst dir einen neuen Menüpunkt an, der vielleicht Anfrageformular heißt oder Daten exportieren oder Auskunft. Das wäre. Klar, klar. Machst du halt einen versteckten Menüpunkt. Genau, aber also dann hast du halt den Vorteil, dass du dem Benutzer, wenn jemand mal schnell eine Frage brauchst, dann ja, geh auf meine Webseite / Datenauskunft und nicht Komponent, was stand da alles drin, also den Systemlink, den hier ihm geben musst, das wird unter Umständen ein bisschen kompliziert. Genau. Noch Fragen oder sollen wir mal in die Benutzeraktivitätskomponente reinschauen? Meines Wissens noch nicht, wäre aber sicherlich angebracht, dass die das über ein Plugin damit reinspeichern. Ja, genau. Genau. Weil das kann ich jetzt ganz kurz mal zeigen, weil du auch im Registrierungsprozess natürlich schon die Zustimmung von deinem Benutzer haben willst. A, akzeptiert er deine Nutzungsbedingungen und deine Datenschutzerklärung. Dazu. Synchronisiere ich mal meine Monitore. Sehe ich das Gleiche? Ich habe hier mal eine Seite, ganz normal Standardinstallation gemacht, die den einen oder anderen Menüpunkt schon angelegt. Unter anderem hier das Kontaktformular. Sieht man das nochmal? Hier unten das Plugin ist aktiv. Ist jetzt eine Checkbox drin. Das heißt, auch wenn ich die anderen Pflichtfelder ausfülle, kann ich das so lange nicht abschicken, bis ich den Datenschutzhinweisen nicht zugestimmt habe. Machen wir jetzt mal. Das war die eine Geschichte fürs Formular. Dann habe ich, wie gesagt, wenn ich den Großteil der Datenschutzkomponente rede, geht das ja immer um Benutzer. Das heißt, ich habe hier einen Benutzer mal angelegt und wenn ich mich mit dem einlogge oder versuche,
noch kurz einen anderen Schritt, die Registrierung noch kurz vielleicht. Ich habe die Benutzerregistrierung für meine Webseite angeschalten, jetzt mal für die Demo. Wenn ich hier auf Registrieren draufklicke, habe ich jetzt hier unten die zwei Plugins, die jetzt hier greifen. Einmal, dass ich dem Datenschutz zustimmen soll und einmal der Nutzungsbedingung. Das sind zwei Plugins, die wir eben aktiviert haben. Und wie gesagt, da komme ich jetzt auch nicht weiter, solange ich dies nicht getan habe. Und wenn ich jetzt mich quasi, also einen gültigen Account habe und dann das erste Mal einlogge, jetzt muss ich nur mal kurz gucken, ob ich dem habe ich schon zugestimmt. Mal kurz ein. Jetzt hast du einen Rechner da. Kannst du kurz den KickTemp-User zum Admin machen? Das wäre nett. Passwort habe ich denn nur den zum Admin machen, dass ich mir ins Backend einloggen kann. Ich will kurz die, oder du löscht mal kurz die Zustimmung. Wobei ich nicht weiß, ob du das weißt, wo das ist. Hast du? Kein Akku mehr, okay. Okay. Dann machen wir das selbst. So, ich habe jetzt mich kurz ins Backend eingeloggt als Admin, gehe hier auf Benutzer, Datenschutz, habe dann in der Zwischenzeit schon ein bisschen mehr rumgespielt und habe jetzt hier unter meinen Zustimmungen auch den User Kicktemp, mit dem wir uns gerade ins Frontend eingeloggt haben, der hat halt irgendwann schon zugestimmt. Ich lösche jetzt mal seine Zustimmung. Und wenn ich jetzt mich im Frontend wieder anmelde, dann lande ich halt auf meiner Profilbearbeiten-Seite und solange ich hier unten nicht sage, ich stimme zu, komme ich da nicht mehr raus. Ich mache das jetzt mal, damit wir weiterkommen. Jetzt ist im Backend wieder unter Zustimmung, wenn ich das neu lade, quasi die von jetzt neu dazugekommen, mit einigen Informationen, die dieses Tool sammelt, auch nicht konfigurierbar. Bis jetzt, also über den Browser, IP-Adresse, was man so braucht. So. Wir haben jetzt ein bisschen geklickt, wir haben uns jetzt im Frontend mal angemeldet. Ich habe mich als Admin ins Backend angemeldet. Was ich jetzt sehe hier unter den Benutzeraktivitäten, dass der unglaublich viel geschrieben hat. Also jetzt nur in den letzten Minuten hier, ich habe mich ins Backend eingeloggt, ich habe eine Datenschutz-Zustimmung gegeben als Frontend-User, sind jetzt 4 neue Einträge dazu gekommen. Mit vielen Usern und vielen Interaktionen wird das sehr, sehr schnell viel an Daten. Dem müsst ihr euch bewusst sein. Dafür gibt es unter den Plugins ein Plugin. Wir haben versucht, die Plugins, damit man die schneller findet, alle datenschutzrelevanten Plugins mit Datenschutz zu übersetzen. Das heißt, ich gebe oben einfach Datenschutz ein und finde jetzt alle Plugins, die davon relevant sind. Und hier bei dem System-Plugin Datenschutz, wenn ich jetzt richtig bin, bin ich nicht. Datenschutzzustimmungen auch nicht. Gib mir eine Sekunde. Hier ist die Zahl, wann ich an wichtige Änderungen erinnert werden möchte, in Tagen von 1 bis 29.
was ich gerade suche. Auch nicht. Also man kann die automatisch bereinigen lassen nach einer bestimmten Zeit. Ja, sollte man vielleicht sich überlegen, je nachdem wie viel Benutzer Protokoll ich in dieser Übersicht haben möchte. Wie gesagt, mit vielen Usern wird das sehr viel an Daten. Was er nicht tut, ist natürlich die Datenbank löschen, sondern nur diese Ansicht, weil irgendwann muss ich ja meinem User, wenn ich ihm die Daten exportieren will, den kompletten Weg von seiner Registrierung bis er möchte seine Daten gelöscht haben, aufweisen können als XML-Datei. Das heißt, das wird sehr, sehr viel an Daten. Dem müsst ihr euch bewusst sein. Genau. Das kannst du wieder mit einem Plugin einstellen und konfigurieren, wann die ablaufen, etc. Okay. Wenn wir jetzt hier nochmal so ein bisschen klicken, ich lege jetzt mal einen neuen Menüpunkt an. Irgendwas mit Test. Nee, neues Menü. Okay. Beitrag. Test. Test. Jetzt nochmal in meine Benutzeraktivitäten rein. Für alle Joomla Core Komponenten, die es da gibt, wird jedes Event, was ich da drin habe, getrackt. Ich habe jetzt hier die Information, dass mein P-Irgendwas-User einen neuen Beitrag angelegt hat. Ich kann da direkt reinspringen in diesen Beitrag. Ich kann auf meinen User drauf gehen. Sehe dann hier unter, das ist es nicht, kann nach dem filtern, was der alles so getan hat. Hier über die Suchwerkzeuge, welcher Benutzer das war. Jetzt sind wir hier mal mein Frontend-User. Ich habe das ja heute Morgen den User angelegt. Der hat jetzt schon 10 Zeilen knapp über den gesammelt. Und wirklich nachverfolgbar für Frontend- und für Backend-User, was die wo wann getan haben. Wenn du hier mit der Maus drüber gehst, dann hast du den und in der Datenbank steht er drin. Warum das so gelöst wurde, wir haben es nur so übersetzt und das ein bisschen umgestellt, damit es auch logisch klingt. Aber ein Timestamp ist da dahinter von in der Datenbank. Ja. Genau. So, was haben wir da noch? Ich glaube, das Spannende, was da rauskommt, dass es zwei Komponenten sind, die wirklich mit eigenen Plugins sehr, sehr einfach konfigurierbar und erweiterbar sind. Ja. Ja. Du kannst, was du machen kannst, dadurch, dass das ja alles Plugins sind, kannst du sagen, über welche Ereignisse du getrackt werden möchtest. Und dann kannst du in deinem wobei ich jetzt nicht aus dem Kopf weiß, ob das in dem Admin nochmal konfigurierbar ist, aber in dem User kannst du es machen. Das sieht man hier, wenn ich auf mein Profil bearbeiten gehe. In der Theorie. Ich zeige euch das mal. In den Plugins. Ich suche jetzt mal nach den Plugins Benutzer und da gibt es hier Benutzer, System-Benutzeraktivitäten. Ist es auch nicht. Aber hier ist das, wann die Protokolle gelöscht werden sollen. Benutzerprotokollierung. Nein. Auch nicht. Nein. Ja? 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 Nee. Ah, gefunden. Das kann auch einen User im Frontend einstellen, wenn er die bestimmten Berechtigungen hat,
welche Daten gesammelt werden sollen. Und über die kann man sich auch per E-Mail informieren lassen, regelmäßig. Genau, da kann man das so ein bisschen konfigurieren. Und das müsste eigentlich auch auf Benutzerebene sein. Und hier kann ich dann, das ist jetzt eine andere IP-Protokollierung, von meinen Front- und Backend-Usern die IP-Adressen mitspeichern, wann die von wo was gemacht haben. Die hinterlassen da keine Spuren, ne. Aber die können, oder MyJoomla hat das ja schon relativ lang drin, diesen Logs-Tab, da macht er im Prinzip nichts anderes, als die Sachen da aufbereitet anzuzeigen. Das hatten die ja vorher auch schon drin. Also die Funktionalität ist in Joomla schon länger drin, jetzt wird sie ausgegeben. API, das funktioniert ja quasi über die API, oder über die, und die Sachen werden da bisher nicht getrackt. Wäre aber vielleicht ein ganz nettes Feature. Ja, gerade immer mit mehr Services, wann haben die was gemacht und warum ging es danach nicht mehr? Genau. Und wie gesagt, im Benutzer müsste das eigentlich konfigurierbar sein. Ne, geht wahrscheinlich nur für alle oder für keinen, was getrackt werden soll. Ja. Okay. Wieder nur in Deutschland oder? Okay. Aber sollten wir vielleicht mal auch in den deutschen Hilfeseiten vielleicht ein bisschen aufbereiten besser. Ich glaube, da haben wir noch. Ja. Ja, guter Hinweis. Also was man jetzt wahrscheinlich auch in der Präsentation gemerkt hat, das Ding ist unglaublich verwirrend an vielen, vielen Stellen. Man sucht sich an den Plugins tot, wo ist jetzt welche Einstellung drin. Meine Zeit ist auch abgelaufen. Danke, Nils. Beschäftigt euch mit den beiden Komponenten. Sie können unglaublich viel, wenn ihr Webseiten habt, die reine Besucher haben. Ja, ein Feature dabei. Aber auch das kann man mit Plugins wieder erweitern, wenn man das möchte. Die letzte Folie. Ich habe noch Folien. Genau, wer noch die, achso, Fragen waren ja zwischendurch. Wer die Präsentation haben möchte, werden die wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ausbauen. Das wäre der Link dazu. Ja, vielen Dank.